Hallo und herzlich willkommen zurück zum Drakensang-Let's Play. So, hier sind wir. Ich schaue noch einmal ins stark leuchtende Questbuch, bevor wir uns in die Mühle aufmachen, denn wir haben so viele schöne Sachen erledigt. Also Diadem, wir haben die Geliebte haben wir sowieso erledigt, den verschwundenen Zauberer, der ist durch. Der Streit um den Apfelbaum ist geschlichtet. Den Bären im Dunkelwald, der hängt mittlerweile beim Wirt. Und die Jagdtrophäe, genau, das ist das Gleiche. Bredo hat seine Einbären bekommen und wir haben alles, um nach Ferdok zu reisen. Sobald ich in Ferdok angekommen bin, muss ich herausfinden, wie ich zum Praios-Platz gelange. Dort werde ich laut Ardos Brief sein Haus finden. Das machen wir später. Die diebische Aufnahmeprüfung, da sind wir gerade dabei. Und die schmackhafte Delikatesse haben wir zu Gallo gebracht und sollen jetzt einen anderen Abnehmer finden. Niemals werde ich einem Kerl wie Gallo Frantrich die Koschamanzungen überlassen. Ich werde mit Sicherheit bei einem anderen Händler einen deutlich besseren Preis für das Päckchen erzielen. Genau. Das werden wir wahrscheinlich auch erst in Ferdok machen können. So, die zweite Aufgabe haben wir erledigt. Und in der dritten heißt es, ich soll in der alten Mühle eine Truhe ausfindig machen und sie öffnen. Auch dafür brauchen wir wahrscheinlich den Dranor und wahrscheinlich auch ein paar Haarnadeln. So, hier kommen wir nicht rein. Ich laufe noch einmal hier drum rum. Ups, wenn ich nicht gegen die Wand laufe. Obwohl es sieht so aus, als ob man hier nicht drum rum kommt. Nee. Da stehen auch keine Kisten und nix. Aber die Wassermühle läuft. Das ist doch ein schönes Bild. Na gut. Rein in die Höhle. Hier noch was zum Zerkloppen. Eine Kiste ist hier nochmal. Mit einer Pechfackel. Das heißt, es wird wieder dunkel. Ab in den Mühlenkeller. So. Düster ist es auf jeden Fall. Dranor, kannst du mal... Du hast doch noch die Fackel von der anderen. Jawohl. Okay, hier ist ein bisschen... Ein paar Fliegen sind zu sehen. So wie man sich so eine schöne... So einen Höhlenkeller vorstellt. So, und da rennen wir auch nicht drin rum. So heiße Maschinen, so ein altes... Silo-Ding, wo man das Getreide oben rein füllen kann. Und wir fangen erstmal damit an, Holzfässer zuzuhauen. Was sonst? So, hier wurde das Zeug gemahlen. Und da geht's runter. Alle mitkommen, bitte. Mit der Faust hat er das gemacht. Ich habe noch kurz gedacht, na, Spitzhacke rausholen, aber nee, nee. Artosch kann das mit der Faust. Die Musik ist auch ganz cool jetzt. Bisschen spannungsgeladen als in der anderen Höhle. Nochmal Wasser und Bier. Obwohl ich nicht weiß, ob ich das Bier, was hier seit Jahrzehnten rumliegt, noch trinken möchte. Wobei, wenn es gut verpackt ist, vielleicht doch. Da ist abgeschlossen oder vollgestellt. Und hier geht's weiter rein. Durch eine Tür. Und da sind direkt ein Haufen Ratten. Dann mal leise bitte ausrüsten. Und dran noch nicht vorne weg, weil der verletzt sich gleich wieder. Die Ratten sind auch erstmal abgehauen hier. Wir hauen erstmal die Dinger kaputt. Gibt's auch was? Ein altes Brötchen. Dieses Brötchen ist schon so alt, dass sich eigentlich nur noch die Tauben dafür interessieren dürften. Und wir natürlich. Rostige Nägel. Eigentlich sollten wir die gar nicht aufsammeln, glaube ich. Und zwei Heller. Gut.
weiter geht's. Das ist aber ganz schön fette Höhle, ne, für so eine Mühle. Die müssen sehr, sehr viel gemahlen haben. Ein totes Maultier. Da oben geht's, glaube ich, weiter. Gehen wir erstmal runter. Fledermäuse gibt's auch. Das sieht ja nun nicht so schön aus. Da würde ich jetzt... Ein Apfel liegt da drin. Den lassen wir da schön drin liegen. Das ist schlimmer als jedes Gift. So eine Lebensmittelvergiftung oder sowas. Das Messer nehmen wir natürlich mit. Und... 4 Pfeile und ein Heller. Ah, hier geht's auch weiter. Moment. Wenn wir jetzt da hingucken. Achso, das ist der Gang. Dann gehe ich noch einmal da kurz nach oben. Schauen wir an, was da ist. Oh, da sind Holzfässer auch nur. Bolzen. Sehr gut. Brauchen wir keine mehr machen. 20 Stück. Ist auch eine ordentliche Anzahl. Und nochmal Gourmand-Tee und altes Bier. Gut, dann geht's weiter runter. Am wirklich ekligen Maultier vorbei. Die sind auch gut fliegen. So, wo sind die Ratten denn jetzt? Müssen doch hier irgendwo kommen. Ist hier wieder Falle? Können wir eigentlich irgendwas... Ich glaube, die Proben sind, wenn, dann automatisch. Bei diesen Teilen. Noch mehr Bier. Also muss wirklich sehr lange her sein, dass hier die Mühle noch funktioniert hat. Nüsse und Nägel. Und ich würde mal einmal tatsächlich irgendwas von dem ganzen Kram. Guck mal, Rulana kriegt ein paar rostige Nägel von mir. Und er kriegt ein bisschen Bier. Und die Walnüsse kriegt auch sie. Und eins der Messer für jeden. Silberring kriegt sie auch noch. So, haben wir wieder ein bisschen Platz. Falle entdeckt. Und, hallo? Normalerweise ist doch Pausenmodus. So, 1, 2 und 3. Und dann könnt ihr da schnell loslegen. Da ist die Kamera mal ein bisschen verwirrt. 22, wer hat das denn gemacht? Und wodurch? Würde ich einmal gerne gucken. 22. Dranoa. Glückliche Attacke. Diese glückliche Attacke ist übrigens immer, wenn man eine 1 würfelt. Also wenn man einen besonders guten Würfelwurf hat, dann gibt es eine glückliche Attacke. Und es gibt auch eine 20. Das ist dann so eine richtig, richtig verkackte Probe. Ich weiß gar nicht, ob die im Spiel auch mit drin ist. So, noch ein paar Wolfsrattenschwänze. Drano, geht doch mal aus dem Weg. Mann, Kamera. So. Ausnehmen. Lederbänder. Gut. Weiter geht's. Achso, wir haben eine Falle entdeckt, aber das scheint... Ja, da ist eine Truhe. Dann ist das wieder mit der Falle. Ich weiß gar nicht, ob das... Aber nee, das Blinken, da hatten die anderen Truhen auch. Wo sind die? Ah. Es gibt aber jetzt immer Spätbescheid mit den Ratten. So, alle darauf und Rulana darauf. Ach, das sind 3. Dann Drano noch eine andere. Ach so, was machst du jetzt? Wer hat das jetzt? Bolzen? Ich wollte noch gar nichts aufnehmen. Du solltest kämpfen hier. Nee, hilf mal Drano. Ach, da kommen noch mehr. Meine Güte, jetzt ist ja richtig was los hier. Und Drano ist noch nicht mal verletzt worden.
Alles klar, alle mal zur Seite, bitte. Ich muss mal Ratten sammeln. Das könnte man durchaus ein bisschen beschleunigen, finde ich. Ich kann in der Zwischenzeit vielleicht tatsächlich mal Dranor... Naja, gut. Das macht dann auch nichts. Hallo. Rattenschwanz, Rattenschwanz. Rausnehmen. Diese Geräusche sind auch ganz schön beim Ausnehmen. Das habe ich noch gar nicht gehört in der Form. Eklig. So, was haben wir noch? Noch ein Wolfsrattenschwanz und nochmal ausnehmen. Und danach hier, kann man das eigentlich gleichzeitig machen? Nee, dann bricht der ab. Wie viel hatten wir denn jetzt? 1, 2, 3, 4, 5. 5, glaube ich, ne? 5 oder 6. Gut. Alles erledigt. Dann geht es jetzt weiter zur Truhe. Danach was können wir gleich gucken. So, und erstmal Arthosch ran und die Falle entschärfen. Und dann Dranor ran, wenn er das denn schafft. Jawohl. Und jetzt kommt Dranor und der probiert es wieder einmal ohne. Und das wird wieder nicht gelingen. Ach doch! Hat es jetzt sofort geklappt? Wie, jetzt hat er den Schlüssel ohne aufzumachen, hat er den Schlüssel daraus geholt. Nicht schlecht, Dranor. So, da haben wir noch einen Zettel aus dem Mühlengewölbe. Alle haben was bekommen an Erfahrungspunkten und Dranor, Moment, wo ist der Schlüssel? Ach so, nee, Schlüssel, wir haben den Schlüssel benutzt, den wir vorher gefunden haben. So, da musste ja gar nichts aufknacken in dem Fall. Ach, wir müssen nochmal zu Runkel. Dranor, warum kannst du denn das nicht? Na gut. Aber das scheint es hier in der Höhle gewesen zu sein. Wir gucken noch einmal hier an den Rändern. Aber da ist nichts mehr. Einmal noch auf der Karte. Das Rattennest. Ah, Moment. Was ist das? Geht es da noch weiter? Nee. Das ist das Ding, ne? Ja, nee, da ist dicht. Gut. Dann geht's wieder raus. Und nochmal zu Dranor, zu Runkel. An den Rattenleichen vorbei und dann immer links halten. Alle mal ihre Schwerter wieder einstecken. Ich dachte, es geht vielleicht um Laufen. Tut's aber nicht. So, und das Einzige, was wir nicht eingesammelt haben in diesem ganzen Spiel, ist der Apfel aus dem verrotteten Maulesel. Ich finde, das ist okay. So. Zurück, 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 zurück. Hier wieder hoch. Und raus und ab zu Runkel. So. Frische Luft. Tut gut. Einmal gut durchatmen, bitte. Am Fluss. Und dann zurück. Zu Runkel-Börsenhauer. Ja, das sind dann immer so diese Laufwege, ne, die man dann hat. Besonders dadurch, dass man jetzt ganz bis zur Brücke muss. Apropos Brücke, ich bin falsch. Da lang müssen wir. Achso, du kannst deine Fackel natürlich wieder einstecken, Dranor. Das macht keinen Sinn hier draußen. Man sollte außerdem nicht durch ein Feld laufen, wenn man eine Fackel anhat. Zumindest nicht hier, durch das Schöne da vorne. So, zurück, 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 zurück. Mal gucken, was der dritte Zettel sagt. Aber dann haben wir wirklich alles gemacht. Es sei denn, der dritte Zettel führt uns jetzt wieder in den Wald oder sowas. Rumtidums. Und dann müssen wir entscheiden. Alchemie, Schmieden und was wir eigentlich steigern wollen. Also was besonders, also bei Dranor ist mir das irgendwie klarer, dass man den einfach in dem, was er hat, noch ein bisschen verbessert. Also Schlösser knacken kann nicht schaden, damit er nicht dauernd eine Haarnadel braucht.
Und auch die Gesellschaftstalente könnte man da noch weiter steigern. Aber wohin wir Rulana und Atosh entwickeln, damit die nicht so gleich bleiben, das weiß ich irgendwie noch nicht so ganz genau. Aber ich glaube trotzdem, dass wir Atosh eher zum Alchemisten machen als zum Schmied. Einfach auch zwergemäßig, ich weiß nicht, ich will nicht immer, dass der muss nicht so ein klassischer Zwerg sein. Der darf ein bisschen speziell sein. Runkel! Was? Wer da? Ich habe die dritte Aufgabe gelöst. Könnt ihr euch einen Reim daraus machen? Was? Diesmal nicht chiffriert? Zeigt mal her. Ja, das müsste das Passwort sein. Und hier steht noch Fuhrmannsheim. Das ist ein Viertel in Ferdok. Nun, dann habt ihr alle Informationen, um die Diebesgilde zu finden. Bis dann, Runkel. Vielleicht treffen wir uns dort nochmal. Ach so, das ist tatsächlich nur für ihn. Ich dachte, wir können auch in die Diebesgilde einsteigen. Habe ich das Ding noch? Ja. Na, nicht chiffriert ist aber auch schön. Also das ist das Passwort. Ich hoffe, das muss man aufschreiben und nicht sagen. Gut. Dann ist nur noch Gallo da. Von dem wollen wir nichts mehr. Okay, also jetzt ist die Entscheidung fällig. 18 Dukaten haben wir. Wir lernen jetzt Alchemie. So, wo ist die Dame? Da vorne ist sie. Also wenn wir uns dann direkt in Ferdok keine Waffe mehr leisten können und uns direkt eine super Zweihandwaffe hingelegt wird, ärgern wir uns wahrscheinlich. Was wünscht ihr von der alten Auralia? Aber ich möchte etwas lernen. Ich möchte die Alchemie lernen. Sehr gut. So. Sowas können wir natürlich nicht. Die Zaubersprüche können wir nicht lernen und auch kein anderer lernen. Gut. Haben wir das erstmal entschieden? Dann wollen wir noch kaufen von ihr. Was wünscht ihr von der alten Auralia? Nee, nicht Ranoa. Ich, Atosh, Sohn des Agrossos. Was wünscht ihr von der alten Auralie? Möchte gerne, nee, nichts erlernen. Ach Mann, so. Diese Rezepte mir anschauen. Wenn wir die jetzt, also Einbeerensaft, das waren die Lebenspunkte. Das will ich haben auf jeden Fall. Gulmontee hat auch irgendwas mit Talentheilkunde Gift. Ach, das können wir auch noch lernen. Und Rulana konnte Heilkunde Wunden mit 6 und er mit 5. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, ob Rulana auf ewig bei uns mit dabei bleibt, ne? Aber dann würde ich bei ihr vielleicht eher die Heilkunde lernen. Also Heilkunde Gift für sie. Und er kann dann noch zum einen, naja, Fallen entschärfen. Hat bisher ganz gut geklappt. Tierpflanzenkunde. Wir können hier nochmal gucken, ob wir... Können wir das denn noch weiter erhöhen? Ja, einen noch. Wir können aber auch so die Grundwerte sogar erhöhen. Das könnte auch was bringen. Was würde denn passieren, wenn wir seine Körperkraft hochschießen? Ah, da kriegen wir einen Paradepunkt dazu. Konstitution nichts bei Mut. Passiert auch nichts. Fingerfertigkeit nichts. Also 2 Anthiebwaffen noch einen hoch. Vielleicht Körperkraft einen hoch. Armbrust geht noch 2 hoch. Das könnten wir tatsächlich alles machen. Lebensenergie noch einen hoch für die Gen. Alchemie ein bisschen was dazu, damit wir dann auch was können. Bogenbau ein bisschen was dazu. Und dann wollten wir ja eh schon immer feilschen. 1, 2, 3 und überreden kann eigentlich Dranor ja ganz gut, ne? Hm.
heilkunde Wunden trotzdem noch mit dazu nehmen, obwohl Rulana das kann. Vielleicht gar nicht schlecht, dass er das auch ein bisschen kann. So, Körperkraft ein hoch, Lebenspunkt ein hoch, zwei Antiebwaffen hoch. Oder wollten wir, wenn wir die Hiebwaffen lernen wollten, wollen würden, täten? Ne, wir machen das mal so. Und die Armbrust ist jetzt auch auf Maximum, das ist auch ganz cool. Wenn wir ihn jetzt ausrüsten würden mit der Spitzhacke, hat er 10 und 7. Sehr gut, das ist doch viel besser als vorher. So 9 und 8, obwohl, nee, wie viel hatten wir? 9 und 6, ne? 9 und 7 oder sowas. Viel besser ist es auch nicht. Aber 10 klingt besser als 9. Auf jeden Fall. Gut, machen wir das mal. Änderungen übernehmen. So steigern wir unseren Zwerg. Also einen in Heilkunde Wunden hat er noch dazu bekommen. Feilschen ist gut. Hier können wir eigentlich nochmal, lassen wir das mal auf 4 noch. Alchemie, Bogenbau jeweils auf 4. Mal gucken, was wir da noch, was wir da eher brauchen und was das überhaupt bringt. Schleichen noch einen dazu? Nee. Gut. So. Ihn haben wir gesteigert. Jetzt steigern wir sie in der Heilkunde. Moment, jetzt holen wir uns erstmal das Gift, also die Heilkunde-Gift. Da kann Rulana mal vorneweg laufen. Und dann schauen wir, wie viel Geld noch übrig ist, um vielleicht noch ein paar Rezepte zu kaufen. Das würde ja jetzt, wo wir Alchemie können, dann auch Sinn machen, ein bisschen was mischen zu können. So, Rulana. Ich meine, sie ist auch so eine Kämpferin, die ganz vorne steht. Ne? Muss sie heilen können? Was kann ich für euch tun? Vielleicht. Was für Fertigkeiten? Das kostet einen Dukaten. Das ist auch in Ordnung. Das ist nicht so teuer. Heilkunde-Gift für Rulana. Sehr gut. So, was kann ich denn bei euch eigentlich... Hier gibt es auch das Rezept für einen Silbertaler. Jetzt müsste ich nochmal gucken, wie teuer das bei ihr war. Das weiß ich nicht mehr. Und wir hatten... Ich habe nochmal geguckt, das Messer. 5,2. Da steht irgendwie ein falsches H. Das bringt uns genauso viel, das hier zu verkaufen, wie... Woanders, glaube ich. Ein Silbertaler pro Rezept. Da gehen wir jetzt nochmal rüber. Und zwar mit ihm vor allen Dingen. Nimm doch mal deine Waffe aus der Hand. Und geh nochmal zu Auralia. Gucken zur Sicherheit auch nochmal, ob wir da das gleiche Geld kriegen. Ich glaube, man kann überall das gleiche verkaufen. Was wünscht ihr von der alten Auralia? Man kriegt Auralia auch wirklich das gleiche. Wenn ich jetzt hier ein Messer verkaufe, 5 Heller. Und das andere, was ich hatte, was war das? Weiß nicht mehr. So, Wundpulver, Gulmantee kostet hier auch genau das gleiche. Also es scheint keine, zumindest in Arvastreu ist es alles gleich teuer. Dann nehmen wir den Gulmantee mit dazu. Und nach 7,3 Wundpulver. Schnellere Regeneration. Weiß ich nicht, ob das so... Krass ist das Waffenbalsam, Waffe, Schadenspunkte plus 1, das kann man öfter mal machen eigentlich, auch wenn es relativ teuer ist. Und Mut plus 1 und Immun gegen Benommenheit für dieses Rezept. Ach komm, wenn wir jetzt schon dabei sind, das Wundpulver lassen wir vielleicht mal, weil das regeneriert sich sowieso schon so schnell alles. Okay, gut, wen haben wir noch, von dem wir was kaufen könnten? Theoretisch, der Wirt hat nur was zu trinken gehabt. Der Jäger hat vielleicht noch ein paar Sachen. Wir haben alles, was wir von ihm aber lernen konnten, was man für den Bogenbau machen kann. Das haben wir gekauft, ne? Ja, die 4 Sachen haben wir. Da bräuchten wir noch Holzleim, um einen Kurzbogen zu bauen. Ich weiß ja nicht, ob man in Fairtalk alles kriegt. Ich gehe irgendwie davon aus, dass man alles kriegt. Also, ich nehme euch noch kurz mit
Es sind jetzt, wie lange haben wir aufgenommen? 25 Minuten sind es jetzt, also eigentlich nur noch 5 Minuten, bis das Ding vorbei ist oder so. 25 bis 30. Ach, wisst ihr was, ich mache das offscreen. Ich beende diese Folge an dieser Stelle und werde noch einmal vor der nächsten Folge einmal durch den Wald laufen und ein bisschen pflücken und beim Jäger vorbeigucken, ob man da noch irgendwas Schönes besorgen kann oder noch ein Rezept abgreifen kann oder sowas in der Richtung. Eine Sache kann ich aber noch mit euch machen, und zwar doch noch mal ein bisschen steigern mit Rulana und Dranor. Also Rulana kriegt hier mal 5 drauf. Das braucht sie dann eigentlich nicht. Selbstbeherrschung und Sinnenschärfe. Naja, erstmal kriegt sie 5 in der Heilkunde Gift. Dann steigern wir ihren Säbel nochmal 1, 2, weiter geht's nicht. Lebenspunkt oder für sie auch nochmal einen Eigenschaftspunkt tatsächlich. Das erhöht die Ausdauer. Konstitution sehe ich gerade nicht, ob das was bringt. Körperkraft auf 15 könnte man machen. Mut geht nicht höher als 16, oder? Ach, das kostet einen mehr, warte mal. Was bringt uns einer in Mut? Auf 17, krass. Bringt uns auch ein bisschen Ausdauer, aber ich sehe jetzt nicht, was es ansonsten bringen würde. Vielleicht machen wir bei ihr auch die Körperkraft einmal hoch. So. Und die Säbel noch einen hoch. Das ist jetzt auch auf Maximum. Dann hätten wir noch 60 Punkte, die sparen wir uns mal. Also Heilkunde Gift und besser an der Waffe. Ich nehme die noch einmal in die Hand, die Waffe. 15, 13. Was hatte sie jetzt vorher? Hatte sie, wenn sie das hat und das hat. Zwei waren es sogar, ne? 14, 12 waren es vorher. 15, 13. Ja, und das Körperkraftsproben besser gelingen ist auch gut. 14, 14 oder 15, 13? 15, 13. Okay, dann machen wir das so. Dann wird sie tatsächlich eine kämpfende Heilerin hier. Und Dranor, der hat nicht ganz so viel, 415. Der hat Magiekunde tatsächlich. So, bei ihm können wir nochmal den Taschendiebstahl, der hat uns ja jetzt schon geholfen hier. Er könnte auch hier was von steigern, ne? Also Schlösser knacken kriegt er mal 2 drauf. Das darf er gerne besser können. Feilschen braucht er jetzt nicht, aber betören kann er noch ein bisschen lernen. Und überreden kann er auch noch ein bisschen lernen. Taschendiebstahl ist bestimmt auch nicht schlecht. Können wir eigentlich, wenn wir bei ihr Taschendiebstahl machen konnten, können wir dann hier überall Taschendiebstahl machen? Und die Fechtwaffen, oh, 65, krass. Zwölf Attacke, 13 Parade, das ist doch ziemlich gut. Da könnt ihr jetzt noch einen Lebenspunkt dazu kriegen. Lassen wir es mal dabei, 126 noch übrig, Feilschen, Menschenkenntnis. Schleichen. Naja, können wir dann im Notfall dann nochmal machen. Könnte einen Mutpunkt dazu. Naja gut, jetzt haben wir uns das so verteilt. Das ist, glaube ich, gar nicht schlecht. Wobei wir ihn als Kämpfer... Naja, wir müssen gucken, wer noch dazu kommt. Gut, so machen wir das erstmal. Und dann, wie gesagt, laufe ich jetzt mal ohne euch einmal durch den Wald. Und wir sehen uns wahrscheinlich, wenn nichts Merkwürdiges passiert, dann halte ich natürlich sofort an, sehen wir uns am Ausgang von Avestroy und gehen dann direkt weiter nach Ferdok in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut.